Hallo. Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist das Watto-Event. Wir haben ein bisschen verschlafen, man merkt das noch. Ey, das fängt an. Geil! Umut ist gerade am Kacken. Man braucht Toilettenpapier. Immer feuchtes und normales Toilettenpapier. Sehr, sehr wichtig. Ich bin ehrlich gespannt, wie viele kommen werden heute. Gar keiner, ich kann das gar nicht einschätzen. Ich weiß gar nicht. Könnte sein, es kommen so 200, 300 Leute. Es könnte sein, wir gehen gleich dahin, da sind so... Aber wir sind eh schon früher da, aber ich meine, gleich um 13 Uhr sind so 5 Leute vor dem Laden. Einer, er ist nicht mal wegen uns da. Er ist einfach nur so da. Was ist das hier für ein Laden? Der stellt so Fragen und sowas. Mal gucken, Leute, lasst ein Video auf... lasst einen Daumen auf dem Video da, wenn euch die Vlogs gefallen. Los geht's. Sieht das weird aus? Pervers. Hey Umut, wie sehe ich aus, Bruder? Kramst du kassiert oder was? Hat Justin das Gesichtscreme? Nein, ihr könnt zugeben, wenn ihr... Das, ich habe nichts dagegen, wenn ihr zu... Was soll das denn sein? Was? In meinem Gesicht. Keine Ahnung, Bruder. Gesichtscreme, Bruder. Sicher? Ja. Du brauchst nicht schlimm, ne? Boah, das Gott, ist ich hab Gesichtscreme. Nichts dagegen. Ich unterstütze dich dabei, ich bin der Erste. Aber Bruder, ich supporte dich, Bruder, aber ich mach das nicht selber, Bruder. Ihr Frauen. Creme, sehr wichtig. Digga, einer meiner Mods ist schon da, ne? Guck mal, was er mich schickt. Digga, Hamid, was hast du? Da ist schon Schlange, Digga. Oh, Bruder, waren da noch 2 Stunden vor Event. Bruder, und es ist... Digga, es sind noch 2 Stunden oder so, wir sind nicht mal losgegangen. Ey, wir müssen uns beeilen, ne? Oh mein Gott, wir müssen schnell machen, Bruder. Desto voller das wird, Bruder, desto schwieriger kommen wir rein, Bruder. Digga, wir müssen jetzt direkt los. Take a look at these diamonds, squinting, counting, counting, stare. Would make you thick and thin, she already thinks I'm halfway there. Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gallons. Bist du aufgeregt, Umut? Ja, aber ich bin auch ein bisschen. Ich spüre auch noch diese Hot Chip auch noch, Bruder, mein Bauch. Ey, kann ich atmen? Und dann waren wir noch Horrorfilm gucken und nochmal Angst vor Horrorfilmen. Und dann waren wir genau in diesem Parkhaus und sind einfach stecken geblieben und mussten auf die Feuerwehr warten. Ja. Ich schwöre auf alles, kein Job. Aber so in der ersten Rampe rein, dann zwischen Rampe genau. Und Tor. Die Schranke ist aufgegangen, wir sind durchgefahren, da war noch ein Tor, was zu war. Schranke geht zu, das Tor geht aber nicht auf und wir waren genau dazwischen. Ja, wir waren stark und konnten nicht raus. Es ist heute eh voll, weil heute Lebrori ist. Achtung, Stadtfest, also Kirmes quasi. Aber heute ist halt der erste Tag, deswegen ist Stadt auf jeden Fall eh schon voll. Okay, aber es geht eine Woche oder so, ne? Ja. Es geht! Das ist angefangen. Aber guck mal, die stehen auch relativ. Eine Stunde noch, Bruder. Yeah. Und die stehen relativ stabil, Bruder. Digga, hier geht direkt so eine Gasse entlang. Und guck mal, wie lang die Schlange ist. Diese ganze Gasse ist einfach noch Schlange. Aber voll crazy, dass sich alle noch an die Schlange und sowas halten. Ehrlich verrückt, ich bin stolz. Oh, fresh, fresh, fresh. Doch, doch, Baller ist fresh. Oder Musiaf hat Angst, dass er nicht reinkommt. Aber ich weiß auch, woran das liegt. Er ist ein Lauch. Ah! Geht's? Ja, ich wurde angeschlossen.
Digga. Mein Kameramann ist weg, mein Berko und ich uns treffen. Hat sich gestern auseinandergenommen. Auf jeden Fall. Heute ist Samstag, ne? Jetzt kann ich dir sagen, was ich eigentlich vorhabe. Ja. Ich wollte eigentlich am Freitag seinen Stream sprengen, also gestern. Was laberst du? Ja, ich wollte seinen Stream sprengen. Ich habe sogar seinen Bruder nach Zweitschlüssel für Wohnung gebracht. Sein Auto ist kaputt gegangen. Der musste LS Customs gehen und dann, ich habe 5 Stunden umsonst gewartet, muss nach Hause gehen. Oder riecht voll gut. Was? Das ist Döner, glaube ich. Check it out. Okay, ziehst du an? Warte, ja? Zieh jetzt an. Gleich, Leute, kommt neuer Outfit-Check. Check mal den Gigo ab, von oben nach oben, warte ab. Check mal den Gigo ab, von oben nach oben, Leute. Ich passe das, Bruder. Weißt du, Bruder? Ja. Weißt du warum? Das wird hier und so wird passen, aber hier ist Crop. Es sieht gut aus, Bruder. Gut, vor 2 Monaten wäre er wahrscheinlich so hier. Aber jetzt wieder. Wie viel Kilo hast du abgenommen? 13. 13 Kilo? Gestern war 12. Ne? Heute weniger. Ich wiege jeden Tag, aber so, ja. XL? XL? L. Ja, okay, sag mal, wo kann ich umziehen? Hier. Was sagst du? Check mal den Gigo. Steht hier, Bruder. Yeah? Was sagt ihr? Pumping Monkey Video, geht's so? Ja. Bruder, damit eine Rap-Lavue-Folge. Bruder, jeder von uns ist durchgekommen, Bruder. Du sagst, ich stehe einfach vorne. Ja, was soll ich machen? Weißt du, was er streamt? Was sein Streaming-Content ist? Red Dead Redemption Roleplay. Cowboy. Kranker Typ, Bruder. Auf Ernst, kranker. Bruder, zieh das mal an jetzt. Jetzt. Nein, Digga, ich. Zieh das an jetzt, Digga. Du kommst zu spät. Du kommst zu spät und damit, dass du noch redest überhaupt. Ich kann nicht mehr. Ich war einfach mal raus, Digga, das T-Shirt. Wie das aussah, er steckt einfach ein T-Shirt rein in sein Ding. Ohne Sinn. Man darf auch nichts mehr probieren heutzutage, man wird direkt gecancelt. Ja, so sieht okay aus. Ein bisschen. Die Burger. Jetzt ist das Ding, die Stange ist so groß, machen wir das bitte aus. Wieso denn? Wir haben doch. Hallo! Sie haben nicht die Erlaubnis, das zu filmen, solange ich das nicht möchte. Das ist nicht das öffentliche Spiel. Guck mal bitte Ahmed an, Bruder, ja. Bruder, keine Ahnung, die meinten, das ist jetzt eine polizeiliche Maßnahme und so und das darf man nicht filmen, so. Siehst du? Ja, aber Bruder, das juckt doch gar nicht. Wenn nicht betroffen einer Maßnahme ist, also die Polizei bei Maßnahmen, Bruder, darf diese Prozent sich filmen. Das ist auf jeden Fall. Digga, wir haben gerade mal die ersten reingelassen, ja? Verrückt. Du siehst die? Hallo. Ja, natürlich. Wissen Sie, wer wir sind? Ja, aber YouTube. Ich bin Chris Brown. Das ist Chris Brown, ich bin Jack and the Jacks. Ah, Jack and the Jacks, ich bin Chris. Ja, safe. Super. Die hier nach oben zur Rosenstraße geht, das da aufzuteilen, was hinter dem Wagen ist, und nach links zu verschieben. Wenn da dieser Tumult bleibt auf der Straße, in 5 Minuten brechen
brechen dies ab. Da sind wir durch. Ey, das heißt, alle Leute, wir müssen die Schlange, die nein, Dennis, dahin. Wir können, wenn wir rausgehen und versuchen, das zu regeln, nein, dann ihr nicht, schlimm. Ihr nicht, alle Leute, die nicht. Alle Leute, die so nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wäre super, wenn ihr jetzt einmal rausgeht und die so dazu bringt, sich einmal dahin zu bewegen. Er weiß, wir schaffen das nicht. Ja. Er ist abgefahren. Er hat gesagt, in 5 Minuten müssen wir das klären und regeln, sonst ist abgebrochen. Das ist unmöglich, unmöglich. Ey, wisst ihr, was traurig ist? In Paderborn ist normalerweise nie was los. Und einmal kriegt man das hin, dass man hier so Leute hinbekommt und so, die der Stadt auch ein bisschen Reichweite vielleicht bringen, während eines Festtages. Und die Polizei macht das direkt dicht. Das ist echt verrückt. Wirklich, das ist echt verrückt. Ja? Ja, nein, ich habe nur 3 einmal reingelassen. Und dann gestoppt. Jetzt schon Feierabend. Jetzt wird vielleicht Feierabend. Er hat uns 5 Minuten gegeben. Ja, ich weiß auch nicht, das ist schon. Wie sollen wir in 5 Minuten? Ja, Mann, wir sitzen in 5 Minuten. Jetzt raus. Ja, die Polizei macht Druck. Die Polizei macht Miesdruck. Gib doch 10 Minuten, warum 5? Ey, das ist wie, als würde er sagen, in 20 Sekunden müsst ihr das regeln, sonst müssen wir das abbrechen. Das, Bruder, der hat extra so gesagt, weil er weiß, in 5 Minuten wird das niemals was. Unmöglich. Das kriegen nicht mal 10 Polizisten hin, Bruder. Das ist eigentlich schade ein bisschen, ja? Statt die so mit uns zusammen, wir machen ja alles, dass so alles versuchen gut zu ist, aber mal gucken. Wir könnten ja auch helfen. Ja. Ja. Wir haben morgen um 13 Uhr aufgemacht und wir haben 3 Kunden. Der hat das Spiel bei SC Paderborn, unser Nachwuchs, und ist nach dem Spiel extra direkt hier hingekommen. Ja. Sehr schön. Ey, Digga, einmal Bilder von mir, Digga. Voll Fred, ich hab die nicht mal. Kein Problem. Nee, ich wollte da eine Unterschrift. Nico! Messi! Wow! Ich bin Messi-Fan, nur wegen dir. Na, ehrlich jetzt? Ja, ich schwöre. Schwör? Ich schwör bei Gott. Ich schwör bei Gott? Ich schwör bei Gott. Türkische Bazaar? Ja. Ist sogar besser, Bruder. Ist sogar besser. Ja. Du hast Messi zwar nicht Support, aber Messi hat eh genug Geld, weißt du, wie meine? Luca, Bruder, das ist der erste Gewinner. Er ist der erste Gewinner? Er ist der erste Gewinner, Bruder. Ja, Vira Jordan, Bruder. Ja. Sag deine Grüße. Ja, Mann. Bruder, sein Herz braucht. Nein, Gott. Ja, ja. Welche Grüße hast du? 43,5 oder 43. 43. Ja, okay, Bruder, aber. Ja, 43. Ich weiß das ernst. Hä? Meinst du das ernst? Ja, ja. Ich küsse deine Hand. Danke für die Schuhe, Leute. Ich bin so glücklich. Danke. Hey. Bruder, ich hab's fast übersehen, Bruder. Bruder, keine Chance. Ich Bruder, die haben gedrängelt. Gianni hat den Burger gegeben, die sind durchgedreht. Ja, ja, gebettelt, ich hab Hunger, weißt du? Ja, aber wir können, guck mal, wenn wir jetzt Essen so geben und so, die werden noch mehr Randale machen und es wird noch anstrengender. Oder sie stellen sich nicht mehr an, Bruder, sie schmeißen sich nicht mehr. Er sagt zu mir, er war seit 7 Stunden, Bruder. Seit 7? Ja, ich schwöre, ich bin auch richtig dankbar, dass sie seit 7 Stunden waren, aber wir können ja nichts dafür, dass das so schwer ist, weißt du? Ja, endlich bist du da, ja? Oder? Eigentlich Prominenz ist gekommen, ja? Ist gut? Ja. Mensch, ist das dein größter Fan? Alles klar? Wie geht's dir? Alles gut? Das ist mein Cousin. Leute, falls Mädchen das gerade angucken, folgt mir auf Instagram, das ist mein Cousin. Das ist die Nummer 1. Merkt euch, Nummer 1, Gino Nummer 1. Er wird Fußballprofi bald, Leute, er wird Fußballprofi. Aber Bruder, sei mal ehrlich, wie pünktlich ist Rohrhardt? Er ist pünktlich, er meinte, er fährt es los, er braucht 4,5 Stunden dazu. Bis dann ist er schon fertig. In 4,5 Stunden? Du laberst Müll. Oder was redest du? Ja? Das stimmt nicht.
Ah doch. Ey, Hamed. Hamed, 3 Stunden statt 4. 3 Stunden? 3,5. 3,5. Ey, Bruder, der... Egal, Bruder, Rohat, Katastrophe. Aber man muss sagen, ich war zu deren Event auch 1 Stunde zu spät. Muss man auch sagen. Nein. Das ist aber ein bisschen Arsch, muss ich sagen, ja? Wer hat das hier gemacht? Sammy. Din, 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 din. Ich seh dich immer im Gym, ne? Kennst du dich noch? Kann sein, Alter. Ich seh dich immer im Gym. Ja, geil, Bruder. McFit, ne? Ja, McFit und Fitnessstop hast du, ne? Boah, du bist auch beide? Ja, beide. Sehr stark, sehr genau so. Geil, seht ihr, Leute, ich geh ins Gym. Der hat mich erkannt aus dem Gym. Am Ende erkennt mich gar nicht aus YouTube, so er kennt mich einfach vom Gym. Ey, das ist doch dieser Gym-Typ. Okay, es geht los. Der Erste, der zu mir kommt, kriegt einen Vierer. Okay, ey! Hi, Lokos! Einer von euch, ihr werdet alle traurig sein, ja? Ja. Der Bruder hier Was? Hat ein Vierer gewonnen! Oh mein Gott! Oh. Ich hab mir die hier geholt, weil die noch verfügbar waren. Die sind wirklich geil. Danke an Hamed. Er ist der beste YouTuber. Abonniert ihn bitte. Alle abonnieren, liken, kommentieren. Voila. Der ist der beste YouTuber. Ich schwöre. Der ist der beste. Sag nochmal. Der ist der beste Hamed Loco. Nein. Dich kenne ich. Und wo? Luis Suarez. Nein, du kannst doch nicht runterspringen, du Geisteskrank! Der ist einfach hochgeklettert. Macht sowas nicht, Leute. Das ist nicht so cool. Weil guck mal, das sind so Sachen, die sorgen dafür, dass solche coole Events abgesagt werden. Weil das ist gefährlich. Und ich möchte nicht, dass irgendwem was passiert. Und dann müssen wir das absagen, leider. Das ist ein Mädchen, die weinen einfach, weil die muss die abziehen. Muss die abziehen? Nur ein Mädchen-Fan. Mein Vater, der extra aus Dänemark hingereist ist, damit sein Sohn hier hin kann. Das ist verrückt. Rohat kommt jetzt und wir schicken ihn extra raus, damit der Rohat holt. Geh du mit, okay? Film das. Also das verdient, dass er geholt wird? Eigentlich, obwohl er spät ist. Oder? Eigentlich falsche Adresse schicken. Linke. Ganz schlecht. Brauche ich eine Maske? Was ist denn dabei? Ja, mach am besten. Oh mein Gott! Ja.
hat natürlich noch um 6 gesehen. Ja? Bruder. Soll ich bis dann erst, dass du überhaupt gekommen bist? Wallah. Er hat bis, wie viel Uhr hast du gestreamt? 6 Uhr? 6 Uhr. Und dann ohne Schlaf in Zug reingesetzt und dann direkt hierhin gefahren. Das Problem ist, Bruder, ich war im Hotel, ich dachte, ich will eine Stunde schlafen. Du hast verpennt. Ja. Das war schlimm. Ey, die meinten gerade, Polizei hat gesagt, ist zu Ende, ist vorbei. Komm rein, alle weg! Hey! Das war's, Bruder. Bruder, danke, dass du gekommen bist. Er war original 30 Sekunden wie bei dir. Original wie bei dir. Er war 30 Sekunden hier, abgesagt. Hat sich gar nicht gedacht, dass ich überhaupt durchgekämpft habe. Die Polizei, wir standen neben mir, die meinten, wir müssen rechts eine Barrikade machen. Wir standen da, Leute durch, irgendwie, bla bla bla. Wo du gerade durchgekommen bist, hinter dir noch so drei Leute auf den so. Und die Leute drücken viel zu viel. RTW, müssen gerade zwei Leute mit RTW weggefahren worden. Nein, Rettungswagen. Ja, wir sind fertig. Wenn wir das jetzt noch weitermachen, ein, zwei Stunden irgendwann landet die Schmiede im Krankenhaus. Alle Folgen von meiner Frau. Was, Leute, Alter, verrückt, bei Gott. Also danke für den Support, aber Rettungswagen, das ist dann einer zu viel. Da muss doch einfach abgebrochen werden. Polizei meinte ich, abgesagt jetzt. Wie lange hat der abgesagt? Zwei Stunden, ne? Drei Stunden. Du musst jetzt, ja, du musst jetzt zumachen. Alle sind jetzt raus. Alle raus? Alle kommen soweit. Sehr. Okay, rein und zumachen. Ja, also die packen. Umut. Sind das jetzt alle vier oder was? Ja. Oder wenn das Klima in diesem Laden so wie die andere Seite der Mama gewesen ist. Ja. Man merkt richtig. Was ist 10-4? Verstanden? 10-4 ist verstanden. Nee, ich hab 10-4 gesagt. Nein, nein, nein. Ich meine, das ist 11,99. Ja, das ist 11,99. Ja, das ist an. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Dankeschön. Danke. Okay. Der ist bis jetzt der korrekteste gewesen. Ey, jedes Mal, wenn wir irgendein Event machen, krieg ich so ein Ding geschenkt. Das ist so verrückt. Was die in Schleswig-Holstein machen? Was für ein Döner? Ich hab schon diese Box gesucht, aber wir haben die nicht. Also ich habe jetzt schon echt viel über diese Box geredet, aber es ist auch einfach echt zu mir mitleiden. Bruder, wir haben uns damals getroffen deswegen, ne? Ja. Das erste Mal, als wir uns getroffen haben, haben wir gesagt, Bruder, ich selber in meinem Dorf, ich habe nicht mal diese Box gesehen. Doch, ich schon. Also ich, da, wo du herkommst, da kenne ich diese Boxfilme. Ja. Wir schneiden Fleisch, tun eine Box, werden das auf und dann kriegen wir den Döner. Bruder, die lassen es einfach da drinnen und lassen es auch warm einfach. Und so eine halbe Stunde später, du sagst, einen Döner bitte, dann sagst du, ah, wie kannst du frisch schneiden? Dann sagt er, Bruder, ich habe gerade geschnitten. Dann nehmen die so Fleisch, Bruder, was wie Gummi ist. So eine halbe Stunde, eine Stunde altes Fleisch. Ich verlecke sofort rausgehen. Ich bin gespannt, Tabak mit dem Geschmack. Ich sag ehrlich, äußerlich, geil. Ey, ohne Spaß, sieht sehr, sehr brutal aus. Aber schwer zu essen gerade. Ja, ist auch sehr voll. Das Brot ist so krank. Ich merke wirklich. Ich sag schon wirklich 9,5 von 10. Wirklich. Ja? Ich merke geil. Aber sag mal, wie fandest du den Döner 1 bis 10? Er nimmt einen zweiten. Ja, also schon. Also 8 würde ich schon geben. Ja? Aber gut. Wirklich sehr, sehr lecker. Die Soße war heftig. Ja, Brot. Brot war sehr, sehr geil. Was ich mochte, war, dass es so aufgeflattert ist. Aber dieses war schwer Brot zu essen. Ich merke, das Fladenbrot ist Legende. Das ist auf jeden Fall schwer zu essen. So, es wird auf jeden Fall dreckig. Das sind Filme, haben jetzt Nase, Bruder. Film mal seine Nase von vorne. Ja, wir haben. Film mal seine Nase jetzt? Ja, aber Bruder, auf dem meine Nase. Moment, wie fandst du den Döner? Sehr gut, Digga. Ja, 1 bis 10. Seine Nase muss noch einmal fällen. Wenn ich den so genommen hätte wie du, dann wäre glaube ich nicht so. Ne, ich hab den doch so wie du. Ja, was hier? Sag doch 1 bis 10. Ich hab keine Ahnung. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sag doch 1 bis 10. Du kannst dich, schau doch mal ehrlich. Hä? Du kannst dich Döner bewerten. Ein Döner ist kalb. Ja, Mama, ich hab den Döner mit Hähnchen bewertet. Du hast ihn mit Kalb bewertet. Ja, und ich will jetzt extra noch Hähnchen. Schau doch mal, Guck mal, nimm sogar jetzt.
als ein Hähnchen. Aber frag mich, wie kann man mit Hähnchen essen? Sag ja, aber du kannst den dann nicht bewerten mit Hähnchenfleisch. Ich hab doch Hähnchen gegessen. Also bewerte ich nur den mit Hähnchen. Ich kann den mit Kalb nicht bewerten. Ja, das zählt nicht. Hallo. Okay. Moment. Sag mal 1 bis 10. Der war sehr gut, Digga. 1 bis 10. Ja, war schon gut. 1 bis 10, Bruder! Bitte hat er mich gefickt, Digga. Oh mein Gott. Oh, ist nichts, noch genau. Bruder, wir haben nur zwei Varianten von T-Shirts. Ah, 8 Stück genommen, Bruder. Da ist nichts. Nimm. Bruder, ich guck mal hier. Nimm, Digga, hier. Bruder. Das ist nichts. Wir werden noch sehen. Wir werden, das wird noch ein Nachspiel haben, Moment. Das wird dann noch ein Nachspiel haben. Digga, er hat ganzen Laden hier reingesteckt. Was willst du von Willi? Muss man nicht da seinen Kopf hinhalten, Bruder? Weil ja, gesagt, ja, Bruder, du bist Team Willi, Bruder. Du hast doch selber gesagt, Rache. Für wen denn? Ja, hätte Willi mit Willi noch einen, der eingepackt hat. Das ist geistkrank. Bruder, wir haben nur zwei T-Shirts. Er hat 8 Stück von denselben genommen, Bruder. Weil du in meine Schatten gekommen bist und aufgeführt hast, über Brüste, als wenn das deine Schatten wäre. Also tust du dasselbe in meiner Schatten. Als ob der doch! Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist der erste Anfang. Soll ich dir nicht so sagen? Mein Po ist gerade angespannt. Ja, das ist Katastrophe. Guckt euch mal bitte mein Wohnzimmer an, Digga. Ein Ausländer mit Haarausfall. Why are you bullying me? Noch ein anderer Ausländer. Hello there. Central C, Bruder, verarme. How can I be homophobic? Dann Abdallah, Bruder. Justin ist hier. Sina ist hier. Oha, Abdallah ist dünner geworden, ja? Crazy. But what the hell, boy? Oh mein... Multiverse! Spider-Man, nein, nein. Jeffrey ist da. Rotz hier einfach am Stream, Digga. Bei Gab, Bruder, meine Wohnung wurde auseinandergenommen. Es haben 8 verschiedene Leute auf meiner Toilette geschissen, Bruder. Das ist einfach keine Toilette mehr, das wird bombardiert. Aber ihr Gott, das gibt mir so Heimat-Feelings. Das ist echt unkorrekt. Mir ist gerade was Krasses aufgefallen. Und zwar der Trick, wie man weiß, ob jemand einen langen Schniedel hat oder nicht, ist, man muss auf seine Hand gucken. Wenn jemand so für seinen Körper, es muss natürlich auf die Proportion so angelegt werden, lange, dünne Finger hat, dann hat er einen langen Schniedel. Ja, zum Beispiel Abdallah, zeig mal deine, zeig mal, hat jetzt nicht so, hat so normal, so durchschnittlich. Man würde eigentlich denken, mehr so vom Aussehen, aber durchschnittlich. Omed, zeig mal deine. Omed hat so ein bisschen unter Durchschnitt ist sein Schniedel. Meiner ist sehr gut. Und jetzt, Bruder, Jeffrey, zeig deine Hand. Bruder, zeig einmal. Auf, zeig einmal deine Finger, Bruder. Was soll ich zeigen? I'm fast as f, boy. Slenderman, Bruder. Guck, bei, ja, bei Eldos ist auch lang. Ist nicht so krass. Man, doch, man weiß. Ey, guck mal, er sagt, ist nicht so krass, aber macht extra dieses richtig ausdehnen. Nein. Damit das lang geht. Du weißt, was ich meine, ne? Never smoke weed and drive. Think too hard, don't stand too close, and I'm fucking around trying out this way. Ooh yeah, 100 miles top. Ooh yeah, check a 100 miles top. And when the price of checks is given, it's game on tape. Pick up tape, they don't take care. Huh? Ey, guck mal bitte, wie Omed sich hier hinsetzt, Digga. Bruder, wie sitzt du da, Digga? Warte mal ganz kurz, willst du hier vorne sitzen? Kilo, lass ihn mal vorne sitzen. Ja, okay. Rot will vorne sitzen. Bruder, aber guck mal, wie er den Sitz eingestellt hat. Rot, versuch mal so einzusteigen, bitte. Versuch mal jetzt so einzusteigen, bitte. Ja, sag gekotzt. Hast du gehört? Wieder gerissen. Das war noch ein Riss. Digga, Rohrt hat seine Hose... Oh mein Gott, Digga! Yes! Oh mein Gott! Digga! Oh, das war Riss... Das oh liegt an der Hose, Bruder. Omid hat deinen Playbutton. Hat er ehrlich? Bruder, wenn du meinen Playbutton hast, dann raste ich aus, ne? Ich hab nicht deinen Playbutton. Du hast meinen Playbutton nicht geklaut. Du lachst schon ziemlich sass. Sag Walla, du hast deinen Playbutton nicht? Ha? Sag Walla. Hast du mein Playbutton? Warte mal ganz kurz, Hamid. Sag Walla, du hast... Warte mal, nein, stopp. Ohne Cam, warte mal ganz kurz. Du weißt, dieses Wort hat Gewicht und du weißt, was ich zu mir genommen habe. Deswegen sage ich das nicht. Bruder, er okay, tut auf religiöses... Hat er nicht wenig recht. Bruder, wie, er hat recht? Er trinkt Alkohol und dann sagt der Bruder, ja, weil ich Alkohol... Ich bin auch voll ja, ich Walla sagen, ist schon ein bisschen reingeschissen, Digga. Ja, dann sag, ich schwöre auf meinen Vater. Bruder, ich kann nur nicht auf meinen Vater schwören, wenn ich was getrunken habe. Also, ich schwöre auf unsere Freundschaft. Das ist ernst. Bruder, das ist auch ernst. Bruder, dann hat er meinen Playbutton, Digga. Das kann nicht sein. Ich hab ihn nicht. Wenn ich dir sag, dass ich den nicht habe, dann musst du mir vertrauen, Bruder.
Bruder, wieso? Ach, scheiß drauf, Digga. Das war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch einen Daumen nach unten da lassen, es juckt keinen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Danke für den Support. Dankeschön an alle, die gekommen sind. Tut mir leid an die, die gekommen sind und nichts bekommen haben. Wirklich, wir konnten nichts machen. Es waren die Hände gebunden, leider die Polizei. Jungs, ey, bitte. Ich würde wirklich noch ein paar Bilder machen können. Ey, Bruder, tamam, okay, Digga, ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. Hättest du nicht rausgehen können? Ey, jetzt hör mal auf jetzt, Digga. Also, Bruder, warte mal, wer hat mehr Bilder gemacht? Ich oder du? Ich. Er war 10 Sekunden. Er hat 2 Stunden geschlafen. Voll Idioten, sag doch ich, damit wir Fitner machen. Ja, guck mal hier. Seid ihr dumm, Digga? Scheiße. Ja! Er ist arrogant. Wer hat deinen Playbutton? Ich hab auch Playboy-Button. Das war's mit dem Video, Digga.